Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Souls. So, in der heutigen Folge wollen wir probieren, hier weiterzukommen. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich doch schon in der Lage sein sollte, Magie anzuwenden. Man braucht dafür entweder einen Stab oder einen Talisman. So, dann möchte ich das mal mit dem Talisman probieren. Ausrüstungen auswählen. Dann packe ich dich mal weg und nehme mir dafür ein Talisman, ne? So, ja, ich nehme das hier dann einfach mal. So, tatsächlich. Aber ich kann nur Rat suchen. Was ist Rat suchen? Okay, ich werde das jetzt nicht verwenden. Rat suchen. Aber ich kann mich auf jeden Fall heilen. Das ist gut. Das ist gut. Jetzt wollte ich aber mal... Moment. Was wollte ich denn tun? Ah ja. Ich weiß wieder, was ich tun wollte. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da nochmal hin? Wie war das denn nochmal? Ja, hier auf die Zauberslots. Wie komme ich dorthin? Nee, so offensichtlich nicht. So offensichtlich nicht. Das wird auch nichts. Okay, Moment. Aber ich habe ja nur die drei. Ist ja dann auch egal. So. Dann wurde mir empfohlen, vielleicht meine Waffe zu wechseln. Aber ich finde diese Waffe so richtig toll. Was sie auch ist, ja. Aber es gibt halt auch noch bessere Waffen wie diese. Und das fällt mir irgendwie schwer zu glauben. Schauen wir mal. Moment. Ich kann doch die Anzeige hier umschalten, ne? Genau, dann sehe ich das hier besser. So. Dann möchte ich doch mal gerne sehen, welche Waffe hier dann doch gut sein soll, ne? Reichweite, achso, ja, wegen Bogen, klar. Ich dachte auf einmal, wo kommt die Reichweite her? Magiebonus, Ja, die hier ist aber besser. Okay, dann möchte ich... Ach, ich wollte gleich schon mit dem Zaubern mal probieren, aber das brauche ich ja nicht. Ich brauche nicht zu zaubern, weil ich kann mich ja nur heilen und Rat suchen. Und ich weiß nicht, was Rat suchen bedeutet. Moment, das wollte ich aber doch eigentlich herausfinden. Es tut mir wieder so leid. Ich bin wieder so richtig daneben. Rat suchen. Wunder von auf untoter Mission befindlichen Klerikern. Gewährt weitere Führung aus anderen Welten. Führung erleichtert die Kommunikation unter Untoten. Ist jedoch wechselhaft. Ein Gleichgewicht von Glaube und Weisheit ist nötig. Aha. Glaube und Weisheit ist nötig. Na dann. Ja, ich weiß doch, dass ihr euch zusammenbauen möchtet. Das ist doch gar kein Thema, meine Lieben. So. Ja. Hättest du wohl gern. Zack. Hier. Ah, Backstabben nennt sich das übrigens. Ne? Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich dachte, der wäre jetzt K.O. Ich dachte, du wärst hinüber. Ja. Und noch einmal. Ach, das ist doch toll. Zweimal hintereinander hat es funktioniert. Ich brech ab. Ich brech ab. So, dann wollen wir mal hier weiter flitzen. So, ich konnte dort hinten runterspringen, um das Ganze hier abzukürzen, ne? Genau, komm du mal. Genau, und tschüss. So machen wir das hier. Wow. Oh, das ging aber ein bisschen schnell. Darauf war ich nicht vorbereitet. Das kann ich leider nicht dulden. Ja. Genau, und jetzt? Ah, mit dem... Ah, ja, tschüss. Okay. Das mit dem Backstabben wird hier nichts. Jetzt hat er mir doch hier eine Menge schon abgezogen. Da könnte ich doch schon heulen. Da könnte ich doch schon heulen. So. Hier runter, ne? Genau. Und dann sind wir hier rein. Und da brauche ich auch nicht so viel Angst zu haben, ne? Nee. Erst habe ich später wieder Angst, wenn... Bist du alleine? Ich wollte es gerade sagen. Ich habe den anderen nicht gesehen.
So, schnell umdrehen. Warum hat der denn die Hälfte von seiner Lebenspunkte schon verloren? Oh, oh, schnell. Oh, ja. Nicht so toll. Genau, mach den mal fertig. Perfekt. Okay. So, jetzt müssen wir hier wieder aufpassen, ne? Das ist auch schon wieder sowas Dummes hier. Genau, er kommt schon angelaufen. Er sieht uns schon mal. Sehr schön. Dann komm, du darfst dich gerne ein bisschen beeilen. Sonst seid ihr auch nicht so lahmarschig. Oh, ja, jetzt kommt er. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Ja. Hier bin ich. Komm mal mit hier rein. Nee, das ist ja doof, weil ich kann dich ja gar nicht kaputt machen, fällt mir gerade ein. Okay, eins und zwei. So, komm, dann schlag nochmal zu. Oh mein Gott. Das war aber ein bisschen zu gut. So, und zack. Dann bist du raus. So. Nummer zwei. Du darfst gerne vorbeischauen. Nummer zwei. Ja, er kommt. Nummer zwei ist auf dem Weg. Muss hier auf die Köpfe aufpassen. Der hier könnte so aussehen, als wollte er zu mir kommen. Ja, hier kommt er jetzt schon angerollt. Ah, mit Erfolg. Ne, wir müssen mal tauschen hier. Verdammt, jetzt kommt der andere, ne? Oh, shit. Oh nein, ich bin runtergefallen, oder? Glück gehabt. Wahnsinniges Glück hatte ich hier. Dass ich da nicht runtergefallen bin. Ja, okay, perfekt. So, dann trinken wir jetzt mal was. Soll ich das mal mit meinem Zaubern probieren? Was drücke ich dann eigentlich, wenn ich zaubern möchte? Das ist nicht die Taste. Ich denke, ja, jetzt brauche ich mich auch nicht mehr zu heilen. So, dann komm mal her, genau. Komm schon. Ja, genau. Weg, 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 weg. Sehr schön. Jetzt kommt der nächste Kopf, nicht wahr? Okay, hu, hu, hu. So, der hier baut sich aber jetzt nochmal zusammen. So, dann... Mach's gut. Mach's gut. War nett mit dir und so. So. Aha. Ich habe sehr viel Leben. Oder einiges an Leben. So, jetzt muss ich hier aber nochmal wechseln, ne? Das hier ist blöd. Ah, das hier ist echt blöd. Ah, da liegen noch meine Seelen von letzter Woche. Schaut mal, da liegen sie. Wie viele Seelen waren das denn? So, hier ist halt noch eine Tür, ne? Aber ich habe mich da nicht reingetraut. Weiß der Geier, wo ich da hinkomme. Ich möchte lieber erstmal hier den versuchen. Zum wiederholten Mal. Ja, jetzt brauche ich auch kein Licht mehr. Okay, schnell an ihn ran. Nein, nein. Wir wollen hier nicht ausflippen. Wir wollen hier nicht... Ja. Oh, er springt wieder. Oh, er soll nicht springen. Er soll nicht springen. Oh, hier liegt was. Oh nein, hör auf damit. Oh Mann, lass mich doch mal bitte an deinen Schwanz. Nur kurz. Okay. Ja, sehr schön. Das bekommen wir hin. Das schaffen wir. Das können wir schaffen. Aber ich teile halt nicht so viel aus, ne? Ich teile nicht so viel aus. Ja, sehr gut, Nanaki. Wow, 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 wow. Er springt immer noch ziemlich gerne hier durch die Gegend. Nein, lass mich doch mal hier hinten hin. Hör doch mal, mach doch mal Platz hier. Oh, oh. Das wäre fast mein Ende gewesen. Okay, sehr schön. Immer schön am Schwanz bleiben. Genau. Oh, nee, das hier ist nicht gut gewesen. Ja, ich sollte gleich was trinken. Jetzt! Ah! Oh, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Warum möchtest du denn nicht mal sterben? Komm, lass mich doch mal nochmal hier hin. Jetzt springt er gleich wieder.
Okay, jetzt hören wir auf. Oh shit, er hat mich gekriegt tatsächlich. Ja. Oh nein. Oh, ich habe zu viel ausgeteilt. Wegen meiner grünen Leiste. Boah, ich habe die Hälfte schon mal. Oh oh. Das darf nicht wahr sein. Nein, ich will nicht sterben. Trink nochmal schnell. Ja, sehr schön. So, jetzt springt er gleich wieder. So, das wird aber nichts. Okay. Oh, verdammt, 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 verdammt. Das ist, weil ich einmal mehr draufgeschlagen habe. Lass mich doch mal hier hinten hin. Jetzt mach doch mal Platz. Ich komm doch nicht hier um dich rum. Ja, das hättest du wohl gern. Oh, jetzt lässt er mich aber auch gar nicht mehr an sich ran. So, jetzt aber. Oh oh, schnell. So, jetzt komm schon. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Geh doch mal zur Seite. Was ist hier passiert? Irgendwas habe ich hier bewegt. Was war das? Hört ihr das? Irgendwas ist hier gerade passiert. Ey, jetzt kommt hier nicht noch irgendjemand an mir vorbei, oder? Das wäre nicht so toll. Habe ich hier irgendwas aufgemacht, unbewusst? Das hat sich so angehört. Oh, jetzt sterbe ich noch. Verdammt! Mann! Gut, ein neuer Versuch. Ich bin zwischenzeitlich gestorben, als ich hier runter wollte. Deswegen werden wir unten nicht unsere Seelen finden. So. Ja, ich würde sagen, ich bin nah genug an dir ran. Ich habe auch meine Waffen wieder repariert. Ja, ich behalte das Schwert trotzdem mal. Im nächsten Versuch würde ich dann nochmal die Axt nehmen. Gut, alles klar. Ich würde dann sagen... Auf geht's. Auf los geht's los. Los. Seht ihr, irgendwas ist doch da schon wieder im Hintergrund passiert. Ich hab's doch gesehen. Vorsicht. Vorsicht, irgendwas ist doch im Hintergrund wieder passiert. Ich hab doch irgendwas gesehen wieder. So, nochmal eins trinken. Sehr schön. Anvisieren nicht vergessen. So, er wird vermutlich gleich springen. Ja, und zwar jetzt. Sehr schön. Lass mich doch mal hier durch. Du musst mich an deinem Arm schon ein bisschen vorbeilassen, ja? Jetzt lass mich doch mal vorbei. Oh, das macht mich sauer ein bisschen. Ein bisschen viel sauer, um ehrlich zu sein. Lass mich doch mal hier rum. So, jetzt springt er wieder, ne? Okay. Das war dumm. Das war dumm. Da werde ich bestraft. Da habe ich vielleicht ein bisschen Glück. Aber diese Dummheit, zu Recht, zu Recht. Ich hätte es sein lassen sollen. Ja, okay, jetzt können wir draufballern. Okay, jetzt hör auf. Schild. Sehr schön. Nochmal um den Arm rum. Lass mich doch mal vorbei. Meinst du nicht, das ist ein bisschen eng hier mit uns? Ah, Mann, 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 Mann. Oh, das war dumm. Das war dumm. Oh, das war dumm. Ich hab ihn... Das ist noch dümmer gewesen. Hat er mich noch mit seinem Schwanz angegriffen? Wisst ihr was? Ich will da versuchen, das Ding mitzuholen, was da auch immer liegt. Ja. Oh, Mann, 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 Mann. Können wir da vielleicht noch mal ein bisschen hinspringen? Okay, jetzt habe ich nichts mehr, um mich zu heilen. Außer halt mein Zauber. Das war dumm. Oh, er hat aber nicht... Er hat mich nicht angegriffen. Das ist ja schon mal was. Ja, okay, alles klar. Ich gib's auf. Lass mich mal in Ruhe. Ich möchte das aufsammeln jetzt. Okay, hier ist aber eine Sackgasse. Und auf ein neues. Ich habe jetzt wieder mein Drachenschwert ausgerüstet. Das mit der Axt, das hat nicht so gut funktioniert auf dem Weg hierhin. So, ah ja, logischerweise habe ich hier unten auch keine Seelen mehr, weil ich bin wieder mal gestorben.
Ja, mal was ganz Neues, ne? So, ich weiß nicht, wäre es sinnvoll, wenn ich jetzt von rechts oder von links? Waffe, rechts, links, rechts, hier. Tag, okay, nee, doch nicht so gut. Der andere Weg wäre doch der bessere gewesen. Ja. Schade. Okay, komm, lad schneller, mein grüner Balken. Oh, shit, jetzt hat er mich voll erwischt. Volles Rohr. Und ich war so gut, ich war so gut. Ich war so gut. Also der erste Versuch in dieser Folge war immer noch der beste, ne? Also der Rest, alles was danach kam, ist Rotz. So. Ja, sehr schön, Anaki. So, dann schlagen wir da nochmal dreimal drauf. Dreimal ist das Maximum. Ja. Sehr. Jetzt springt er mir hier aber ein bisschen zu viel rum. Machst mich jetzt noch mal ein bisschen nervös hier. So, dreimal. Sehr schön. Und ich habe viermal draufgeschlagen. Und werde direkt bestraft dafür. Werde direkt instantly bestraft dafür. So, warum springt... Ach, bleib doch mal mehr da hinten, dass ich das aufsammeln kann. Ich würde gern wissen, was das ist. Oh oh. Okay. Bin nicht mal so mutig. Ich glaube, jetzt fängt er aber an zu zaubern. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so toll, was er da tut. Oh shit. Nein, ich hab doch was getrunken, du. Hier sind wir wieder. So, schnell dein Schild anvisieren. Nein, das war die falsche Taste. So rum. Okay. So, Moment. Der macht bestimmt gleich wieder was Dummes. Ich habe jetzt nur zweimal draufgeschlagen. Ja, sehr schön. Ja, aber es ist alles gut gegangen. Sollte man meinen. Oh, lass mich doch mal hier durch. Ich muss immer an deinem Arm außen rumlaufen. Schnellschild. Oh, verdammt. Hör doch mal auf, so aggressiv zu sein. Sei doch nicht so aggressiv. So, und er springt wieder. Oh, oh. Schnell zurück. Auge des Todes. Ich habe dreimal Auge des Todes. Auge des Todes, immerhin, ich hab's... Oh, geh doch mal weg, das blöde Fenster. Warum geht das denn nicht weg? Warum geht dieses Fenster nicht weg? Jetzt geht dieses Fenster da nicht weg. Warum geht es... Ah, jetzt, okay. Oh mein Gott, ich wollte schon ausflippen. So, genau. Oh, oh. Ja. Kann ich mich da unten vielleicht verstecken? Nee, kann ich nicht. Ja. Das machen wir ganz toll hier. Ja, benutzt doch dein Schild. Warum bist du denn so dumm? Ah, oh, der trinkt so lahmarschig, ey. So, komm, schlag drauf. Ja, nochmal. Nicht treten. Hör auf, den zu treten. Ja. Das mit dem Treten muss nicht sein. Ja, super. Oh, aber ich habe ihm schon einiges abgezogen. Das hier hätte echt blöd enden können. Warte, ich wollte mal was probieren. Ja, du musst mich nur mal kurz drum lassen. Genau, so den, diesen... Oh, oh. Oh, oh. Komm, schnell aufstehen. Oh, shit. Ja. Trink mal was. Dass man jetzt nicht kein Fehler gewesen ist. Nein. Ja, lass mich mal bitte hier rum. Lass mich doch mal hier hin. Ach, natürlich. Natürlich, natürlich. Ach, nein. Lass mich jetzt in Ruhe. Okay. Okay, okay, okay. Okay. Wo schlägst du denn hin? Hat er jetzt voll daneben geschlagen, ne?
Oh oh. Komm schnell, du musst trinken. Oh, das gar darf doch jetzt nicht wahr sein. Warum trifft er mich denn jetzt auf einmal so oft? Das darf nicht wahr sein. Geh doch mal mit deinem Arm aus dem Weg. Na komm schon. Hör doch mal auf, so viel rumzuspringen jetzt. Warum springst du denn jetzt auf einmal so viel? Oh, hat die ganze Zeit so gut funktioniert jetzt. Ja. So, ich glaube, wir können gleich anfangen zu zaubern. So, bevor ich jetzt wieder hier reingehe und das nochmal probiere, schauen wir uns mal Auge des Todes an. Auge des Todes. Was könnte das denn sein? Auge des Todes lockt Phantome aus anderen Welten an. Warum sollte ich sowas einsetzen? Online-Spielobjekt. Ah ja. Lockt Phantome aus anderen Welten an. Wer einen Eid geleistet hat, kann das Objekt benutzen. Hüllen nicht. Die grässlichen Augen des Todes verbreiten Unheil in benachbarten Welten. Werden Phantome in eine Welt gelockt, können sie dort zu Opfern werden und den Augen des Todes zu weiterem Wachstum verhelfen. So breitet sich das Verderben weiter aus. Super, kämpfen wir jetzt hier drin gegen ein Auge. Das hier der Boss in diesem Teil, in diesem Tempel hier, whatever it is. Oh Mann, ey. Ich muss dich einfach besiegen. Ich muss dich besiegen. Und ich werde dich besiegen. Ich werde dich besiegen. So viel steht fest. Okay. Wow, shit. Wow, wow, wow. Okay, ich wollte meine Seelen mitnehmen. Aber okay, offensichtlich lässt mich dieser Gegner hier nicht meine Seelen mitnehmen. Oh, wie kann man so anstrengend sein? Was mir damals schon beim Schmieden nicht gefallen. Dieser Gegner hier, der ist echt brutal. Und das ist ja ein ganz normaler Standardgegner, ne? Das ist ja kein Boss. Aber trotzdem tue ich es mir hier jedes Mal schwer mit ihm. Schild. Ja, ich weiß jetzt nicht. Schild. Oh ja, super. Ich bin am Angreifen gewesen. So, dreimal. Das war's. Schild. Ja, okay. Ich sollte mein Flakon trinken. Okay. Machen wir weiter. Ja. Habe ich mir schon fast gedacht, dass du noch mehr hier in die Ecke willst. Was ich eigentlich richtig toll finde, dass du das möchtest. Oh, zum Glück hat er nicht draufgeschlagen, weil dann hätte ich hier mein Problem gehabt. Ja. Oh, shit, shit. Nein, 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 nein. Och, Mann. Okay, hier sind wir wieder. Ich würde gerne meine Seelen wieder mitnehmen. Falls ich dann hier sterben sollte, dass die mir dann... Oh, okay, ich greife dich erstmal an. Gut, bleiben wir erstmal dabei. Wow, 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 wow. Mach mal langsam. Oh, oh, shit, das hier war dumm, das hier war dumm, das hier war total dumm. Okay, das hier war meine Schuld. Das ist meine Schuld gewesen. Ja. Ey, ich wollte meine Seelen mitnehmen. Oh, lass mich doch meine Seelen mitnehmen. So, okay, jetzt springt er wieder. Aufpassen. So, erstmal was trinken. Genau. Oh, Schild. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, alles klar. Da ist selbst dreimal draufschlagen schon zu viel. Das kann ja nicht sein. Kann doch nicht wahr sein. Hallo, ich habe mein Schild davor gehabt. Oh, das hier darf echt nicht wahr sein. Das hier wird nichts mehr. Ey, das geht mir schon gerade wieder alles auf die Nerven. Ach. Warum muss man so einen Gegner auch zweimal im Spiel haben? Warum? Geh da mal weg. Oh oh. Ich sollte vielleicht nochmal ein Flakon trinken.
Ich habe immer noch nicht gezaubert in dieser Folge, ne? Ja, immerhin. Sollte mich vielleicht einfach nicht bewegen, wenn er dann springt, oder? Ist das sinnvoll, sich nicht zu bewegen? Ich hatte mein Schild hoch. Ich hatte doch mein Schild. Okay, das hier. Ich muss weiter hier hin. Ich muss nochmal zu dir an die Brust. Ah, da liegt eine Leiche im Sarg. Okay. Ja, hallo. Ja. Okay. Wow, wow, wow. Ja. Jetzt fängt er bestimmt an zu zaubern. Oh oh. Oh oh. Shit, 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 shit. Trink schnell was. Schnell trinken. Ja. Komm, lass mich mal hier vorbei. Oh. Oh, nein, 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 nein. Ja. Okay. Ja, spring nur. Komm. Ah, ja, ist aber nicht so. Du solltest nicht so kommen. Ja. Okay. Das war's dann auch. Oh, ich hatte doch mein Schild oben. Oh Mann, ey. Okay, meine Lieben. Mir ist noch eine Idee. Eine Idee eingefallen, die ich noch umsetzen könnte, um hier einigermaßen vorwärts zu kommen. Warum hat das jetzt mit dem Backstabben nicht funktioniert? Oh, super, alles klar. Hallo? Oh, shit. Anvisieren? Genau. Setz du doch mal deine ganze Kraft hier ein, die du hier so hast. Und ich mach dich platt. Ich muss mal kurz meine Kopfhörer hier ein bisschen lauter stellen. Ich höre hier ja fast gar nichts. Das ist nicht so gut. So, ich weiß auch gar nicht, wo jetzt meine Seelen abgeblieben sind. So, wir stellen uns mal schön hier hin. Genau, hoch. Oh, jetzt hat er ja fast überlebt. Ah ja, ich wollte schon sagen. Ich habe doch hier schon gelernt, wie ich mich positionieren muss, damit es hier vorwärts geht. Genau, so, zack, zack. Oh, der ist gesprungen. Das war nicht so vereinbart. Oh, oh, shit. Ah ja, jetzt ist er runtergefallen. Super. So, dich machen wir dann jetzt auch fertig. Wunderbar, jetzt habe ich doch tatsächlich schon Leben verloren. Das ist doch zum Heulen, oder? Ah. So, machen wir hier weiter. So, hier hatte ich anfangs die Probleme in dieser Folge, ne? Hier bin ich ein paar Mal gestorben. Da habe ich mich irgendwie ein bisschen blöd angestellt. Er kommt hier nicht hoch. Was mit dem anderen? Ja, aber einer von euch sollte hier gleich die Treppen hochkommen. Ah ja, super, alles klar. Das ist er hier gewesen. Ja, ich möchte jetzt eigentlich auf den anderen aufpassen. Ja, der kommt nämlich jetzt hier auch hoch. Und, ah ja, jetzt ist er unten. Schnell, Schild. Oh Gott, bist du so lahm manchmal. Ich muss das nächste Mal die Beweglichkeit hier ein bisschen leveln, ne? Damit ich hier mal ein bisschen schneller bin. So, jetzt stört mich mein Ladekabel hier von dem Controller, weil der Akku nämlich fast leer war. Oder demnächst... Schild. Schild, Schild, Schild. Ja, komm doch. Oh Mann, komm, stell dich nicht so an. Wir haben nicht ewig Zeit... Bin ich jetzt fast gestorben? Ist das dein Ernst? Warum tretet er denn die ganze Zeit? Ich hasse das, wenn er meint, hier die Gegner treten zu müssen. Da könnte ich was an mich kriegen, wirklich. Ah, jetzt springt er hier so dumm rum. Komm, trink mal lieber einen Flakon. Ja. So, das war's. So, wir trinken sicherheitshalber noch einen. So. Und hier gehe ich. Habe ich auch so meinen Trick? So, komm du schnell hierher. Ja, komm, ein bisschen beeilen, bitte. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn jetzt auch ein Kopf mal hier rüberkommen würde. Oh, shit, ich bin ja... Oh, das hier war ein bisschen blöd. Ja. Genau, so, zack, zack, zack. Super, das funktioniert nicht. Jetzt kommt, glaube ich, schon der zweite. Oh, ich glaube, der zweite ist auf dem Weg hierhin. Ja, super, und ich krieg's hier voll ab. Hat der zweite sich bewegt? Ja. Der, oh, der hat sich nicht bewegt. Der zweite hat sich nicht bewegt. Fehlalarm.
Fehlalarm. Der zweite hat sich nicht bewegt. Jetzt hier rüber. Genau, und zack, zack. Oh nein, 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 nein. Nein, komm doch, warum springst du? Ja, genau. So, und jetzt, tschüss. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Was stimmt mit dir denn nicht? Oh, ich werde das für euch beschleunigen, Leute. Das hier dauert alles zu lange. Ah, schaut mal, da hinten sind meine Seelen. Na, immerhin. Na, immerhin. So, jetzt muss ich hier erstmal wechseln. Damit ich hier ein besser... Dass ich hier ein bisschen besser sehe. Meine Güte, ganz schwerer Satz. Ah, okay, wie viele Seelen sind es denn? Oh, doch, so viele. Okay. So, dann Schild. Dann Ausrüstungen. Die Waffe kommt weg. Die Waffe kommt weg und ich bleibe bei meiner lieben Axt. Wo ist die Axt? Die Streitaxt. 142. Okay. So. Das benutze ich. Feuer. Okay, ob Feuer jetzt gut ist oder nicht, das stellt sich gleich raus. Oh, super, Moment. Wo sind hier? Alles klar. So. Ich weiß jetzt nicht, ob Feuer... Mir wäre jetzt eigentlich Gift lieber gewesen. Ich hätte gern Gift ausprobiert. Okay. Wow. Super. Flakon trinken. Schnell, 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 schnell. Aus dem Weg. Sehr gut. So, und eins, zwei. Oh, oh. Shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Okay, jetzt. Nein, ich bin gestorben. Verdammt, 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 verdammt. Ich möchte das lieber mit dem Gift probieren. Jetzt bin ich hier schon ein bisschen mehr vorbereitet. So, ja. Ich glaube, ich mache das dann jetzt drauf. So. Dann werde ich den auch vergiften, oder? So, genau. Dann tu mal das, was du kannst. Wow. Shit. Oh, okay. Oh, jetzt bewegt er sich. Oh, das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Ich würde dich gern vergiften. Oh, ich glaube, ich stehe hier voll im Weg. Schnell die Seelen mitnehmen. Oh. Feuer. Oh, nein, 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 nein. Lass mich hier hin. Oh, nein, er hat mich... Nein, er hat mich nicht erwischt. Schnell trinken. Schild, 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 Schild. Sehr gut, sehr gut. Okay, komm, 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 weiter. Oh, ich würde ihn gern vergiften. Oh, das ist... Mann, ey, dann kommt der immer ständig von oben. Oh nein, ich glaube, ich krieg sie wieder auf die Schnauze. Okay. Nein, schön an ihm dranbleiben. Ich würde dich doch gern vergiften. Ich würde dich zu gern vergiften. Lass mich doch einfach mal dich vergiften. Komm, mir gehen sonst die Ideen aus. Ich weiß sonst nicht, wie ich dich bekämpfen soll. Lass mich doch mal hier durch, du Mann, machst du mich aggressiv wieder, ey. Meine Güte, jetzt springt er gleich wieder um sich herum, ne? Lass mich in Ruhe. Ich sag's dir. Oh, oh. Oh. Habe ich jetzt noch Gift auf der Waffe? Oder ist das jetzt weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob Gift noch auf der Waffe drauf ist. Ich kann das nicht erkennen. Ah, oh, ja, super. Wenn ich jetzt sterbe, wäre das nicht so toll. Gibt's doch nicht. Hör doch mal damit auf. Meine Güte, ey. Das darf doch echt nicht wahr sein. Ich krieg den nicht kaputt. Ich krieg sie voll auf die Schnauze, ey. Das da... Leck mich doch, ey! So, dann klatsche ich hier lieber nochmal Feuer drauf. Ich habe das Gefühl, das war effektiver gewesen. So. Oh, oh. Ja, das hier ist... Anvisieren, anvisieren, anvisieren. Wäre nicht schlecht. So. Und dann... Hack. Jawohl. Sehr schön. So, und jetzt kommt er hier wieder... Ah, jetzt habe ich mich selber abgefackelt, oder was?
Das ist natürlich nicht so gut. Lass mich bitte in Ruhe. Okay. Ja, jetzt dreht er wieder durch. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Auf ein neues. So. Jetzt. Jetzt. Direkt hinten dran. Mitnehmen die Seelen. Ah, nur 1200. 1500. Wir können keine Zahlen lesen. So, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Komm schon. Oh oh. Schnell hinten dran bleiben. Nochmal drauf. Jawohl. So, schnell weg hier. Okay, er springt. Bewegen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also, ich muss mich dabei bewegen, wenn ich abwehren möchte. Okay. Oh, ja. Das macht nichts. Alles gut, alles gut. Es ist alles gut. Alles gut hier. So, hier. Weiter trinken. Was mache ich da? Achso, ja, natürlich. Oh, wie dumm. Ah. Bräuchte ja dann natürlich auch mein Flakon zu benutzen, ne? So, und jetzt draufkloppen. Draufkloppen. Sehr schön. Mein Feuer ist weg und ich konnte mich nicht schnell genug bewegen. Okay, 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 okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schnell weg hier. So, hier nochmal drauf. Jawohl. So, ich glaube, er könnte gleich wieder springen. Ah, ich bin nicht schnell genug gewesen. So, oh oh. Nein, was macht er? Ah, okay. Flakon rüber wechseln. Schnell weg. Jawohl, okay. Gut gemacht. Jetzt weg. Oh, oh, zu langsam, zu langsam, zu langsam. Ich bin zu langsam gewesen. Komm, lass mich doch mal hier vorbei. Du Lappen. Okay. Ich glaube, er springt gleich wieder. Oh, oh. Ah, sehr gut gemacht, sehr gut. Oh, oh, er springt nochmal. Okay, okay, okay. Du bist doch kopflos. Das sollte doch eigentlich mein Vorteil sein. Oh, oh. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Das wäre jetzt meine eigene Dummheit gewesen, wenn ich jetzt gestorben wäre. Ah, oh, ja, natürlich. Ich wollte doch was trinken, verdammt. So, ich habe die Schnauze voll, ich gib's auf. Ich muss zu einem späteren Zeitpunkt hier hinkommen. Wo konnte ich denn noch lang? In den Wald, ne? In den Wald kam ich noch. Ich komme hier nicht weiter. Ich kann das hier vergessen. Ich kann das hier vergessen. Ich komme hier nicht vorwärts. Ich muss noch stärker werden. Ich muss leveln. Ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Ah. So, weg. Ist mir jetzt alles egal. Ich muss hier raus. So, wie viele gab es hier? Hier muss ich aufpassen. Ich glaube, hier gibt es drei. Die mir hier irgendwie zu nahe kommen könnten. Hier kommt gleich rechts und links einer. Ja, ich erinnere mich nämlich an euch noch. So. Ah ja, ganz toll. Ja, dann kommt mal raus. Das hier ist mir nämlich zu eng hier mit euch. Da komme ich auf keinen grünen Zweig. Genau, komm du mal runter. So. So, dann darfst du auch sterben, so wie sich das gehört. Wo konnte ich denn eigentlich noch entlang? Ich konnte nirgendwo mehr hin, oder? Achso, doch, wir haben den Wald. Aber das ist ja auch so ein Geist, ne? Und den kann ich nicht bekämpfen. Es muss hier noch jemanden geben. Ah ja, schaut euch an. Er baut sich zusammen. Aber vielleicht gibt es da auch irgendwie eine Möglichkeit. Vielleicht muss ich mich auch im Wald genauer umschauen. Vielleicht gibt es da ja auch noch einen anderen Weg oder so. Stimmt, ich konnte ja da noch den rechten Weg entlang gehen. Aber ich meine, da wäre eine Sackgasse gewesen. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Wir werden uns da einfach genauer umschauen. Ich weiß, dass das wohl eine Sackgasse sein soll. Was machst du hier für komische Sachen? Du willst wohl richtig sterben? Oh oh. Ja, das hier war meine Dümmlichkeit gewesen. Komm, trink mal was. Was der ausgetrunken hat. Eine Katastrophe. Eine Katastrophe ist das. So, kommt. Ich weiß, dass ihr mich auch explodiert. Ups, dass ihr explodieren wollt. Ihr wollt doch explodieren. Kommt her! Sag mal, seid ihr alle so lahm?
So, aufpassen, da vorne ist noch ein Kopf. So, tschüss. Macht's gut. So, und dann sind wir jetzt wieder auf dem Friedhof, ne? Genau, hier oben kommen wir wieder auf den Friedhof. So, vielleicht hat sich ja oben auch schon was geändert, ne? Vielleicht ist ja auch diese Frau wieder da. Oh Mann, ich hab keine... Ich bin überfordert mit diesem Spiel. Das hier ist definitiv nichts für mich. Obwohl es mir ja eigentlich Spaß macht, ne? Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kriege ich echtes Kotzen. Ah ja, wir treten natürlich wieder, weil treten so richtig toll ist. Ey, das ist so eine blöde Funktion. Ich frage mich, für was die gut sein soll. Dieses ganze Getrete hier. Oh, ihr geht mir hier echt auf den Keks, ey. Die ganzen Skelette hier, die nerven mich. Hallo. Werd hier mal nicht so aggressiv hier. Sonst fang... Hör doch mal auf zu treten, Mann. Was für ein Depp. Echt, so ein richtiger Volldepp bist du. Jedes Mal wird hier getreten wie so ein Depp. Macht der mich aggressiv, das glaubt mir kein Mensch. Echt, ey. Niemand tretet so doof wie der hier. So, warum hat das mit dem Backstabben nicht funktioniert? Oh, ja, alles klar. Ja, ich muss hier weg, weil, die hier wieder komplett anfangen auszurasten. So, erledigt. Schnell zurück. Zurück. Ja, komm du nur. Okay. So, komm. Die restlichen Seelen da hinten nehme ich mir auch noch mit. Ich lasse mir hier nichts mehr entgehen. Weil jetzt bin ich stark genug und schaffe euch. Ne? Oh, das hier war dumm. Oh, der ist erledigt, aber er noch nicht. Okay. Na dann. Ja, bei der Axt, ne? Da fällt ihr erstmal auseinander. Nochmal so ein Schild, das niemand braucht. 1000 Seelen. 1000. Seht ihr, so schnell geht's. So schnell habe ich 1000 Seelen. So. Aufpassen hier. Wo kam ich hier nochmal hin? Nirgendwo hin. Ah, ich weiß nicht, kam ich überhaupt hier rüber? Nee. Das hat aber gerade ganz komisch ausgesehen hier. Leiche plündern. Ah, echt? Eine verlorene Seele, ja, sieh mal an. Komm ich. Soll ich mal runter? Komm, ich habe nichts zu verlieren, echt nicht. Okay, immerhin. Naja, dann. So, hier ist immer noch mein Freund, der hier sitzt. Wo waren die Dings, die Nonnen? Ach, die Nonne. Die Frau. Vielleicht ist sie ja wieder da. Das war hier oben, ne? Aber er ist wieder da. Er ist wieder da. Ich kann mir bestimmt wieder Zauber kaufen. Hallo. Oh, you again? Me? I've become separated from my lady. I've scoured near and far, but no sight of her. Where could she have gone? My lady, to think I swore to protect you with my life. Your Highness, where have you gone? I am entirely to blame for this. Oh, woe is me. I am unworthy, deathly so. Hallo, ich würde gern was bei dir kaufen. I'm sorry. Miracles, was it? Sometimes I lose myself. Pay me no mind. Doch, ich muss dich beachten. Gegenstände kaufen. Rückkehr, Auszug, große Heilung, Wucht. Was ist Wucht? Unter Kleriker kriegen gebräuchliches Wunder. Erzeugt Schockwelle. Dieses rasche Wunder fügt keinen Schaden zu. Wirft Feinde aber zurück und verteidigt gegen Pfeile. Na super. Kleriker Krieger setzen dieses Wunder beim Angriff gegen wütende Horden ein. Na ganz toll. Rückkehr haben wir doch. Nicht wahr? Und diesen Talisman hier haben wir auch. Eid leisten. Aktuellen Eid widerrufen und diesen Eid leisten. Nein. Nein, ich weiß aktuell auch gar nicht, welchen Eid ich jetzt geleistet habe, aber das sehe ich doch hier irgendwo, oder? Erläuterung. Ah, das ist super. Wieder die falsche Taste gedrückt. Ich bin zu doof für dieses Spiel. Erläuterung, ich drücke doch drauf. Ach so, ja, das... Okay, ja, nee, das bringt mir nichts. Moment, kann ich auf Status umschalten? Ja, ich sehe nur nichts. Ja, alles klar. Super, ich habe keine Ahnung. Ich bin ahnungslos. Ich habe wahrscheinlich gar kein Eid geleistet. Ich habe keine Ahnung.
Nachricht lesen. Ja, Gestenmenü. Ja, super. Kennen wir auch alles. Ich wollte in den Wald. Genau, da gehe ich jetzt auch in dieser Folge hin. Ich hab die Schnauze voll hier. Hab die Schnauze hier voll. Aber immerhin, er ist wieder da. Mit dir wollte ich mal sprechen. What's wrong? Get a bit of a scare out there. No problem. Have a seat and get comfortable. We'll both be hollow before you know it. Du verkaufst mir aber nichts, ne? Gut, gehen wir mal runter. Runter müsste ja noch der goldene Ritter. Ah, der sitzt immer noch da. Und sie ist immer noch hier drin gefangen. Verstärken. Ja, ich bräuchte eine Feuerhüterin-Seele, die ich nicht habe. So, ich könnte immer noch hier runter gehen, aber das da... Nee, das dauert wohl noch ewig. Für Informationen zahlen. Erforderliche Seelen 3200. Oh, really? Well, suit yourself. Du willst aber sehen von mir. Okay, Moment mal. Gegenstände. Benutzen. Von einem Untoten. Das sind nur 200. Ah, okay. Und die anderen? Ich hatte doch mal eine, die hatte mir so 1000 oder sogar 2000 gegeben. Seele Krieger. Benutze ich mal alle beide. 4000. Okay, ich kaufe mir. Hier schon wieder, was gibt es? Ja, hallo. Ich möchte doch einen Tipp haben. Redet ihr? Ja, jetzt kann ich es nicht mehr. Mann, Moment. Hey, ich habe jetzt genügend Seelen. Hallo, rede doch mit mir. Hey. Hallo. Ich rede doch mit dir. Verdammt. Oh, du machst mich gerade bis sauer. Hallo. Verdammt. Ich schlage dich gleich. Oh, ich habe ihn geschlagen. Oh. Sollte ich vielleicht unterlassen. Nicht, dass der mich noch jagt wie der andere damals. Wegen dem ich das Spiel neu gestartet habe. Ach, verdammt. Depp. Ich habe extra die Seelen jetzt. Okay. Dann werde ich mein Geld bei dir ausgeben. Ne? Da haben wir dann scheinbar mehr von. Gegenstände kaufen. Wucht. Ah, das ist das mit dieser Schockwelle, ne? Aber ich teile keinen Schaden aus. Ja, nee, weißt du was? Ich möchte doch nicht. Ich möchte doch nicht deine Wucht kaufen. Ich möchte nichts davon haben. Was mache ich denn jetzt? Achso, ich wollte in den Wald. Ich wollte in den Wald. Und da gehe ich jetzt auch hin. Denn hier gibt es ja auch eine Abkürzung für in den Wald. Ne? Hier mein Fahrstuhl. Here we go. Lasst uns mal hoch. So. Hat gerade so ausgesehen, als könnte man da runterspringen. Habe ich mich beim letzten Mal schon gefragt, ne? Ich glaube, ich muss mich umdrehen. Oder? Ja, ich muss mich umdrehen. So, hier ist jetzt auch niemand Neues oder so. Bezirk der Untoten. Ganz toll. Ey, yo! Genau, hier bin ich. Ja, komm du mal her. Ich meine mich jetzt so für übermächtig zu halten. Nur weil ich in den Katakomben nicht mehr weiterkomme. Aber das dürfte ja hier kein Problem sein, oder? Ich meine... Komm her. Ja, komm du Lappen. Du alter Lappen, du. Jawohl, zwei Schläge, zack, weg ist er. So muss das sein. Genau so muss das sein. Ja, komm du her. Komm du nur. Komm her. Ich würde dich gern backstabben. Weil ich ja jetzt weiß, wie das geht. Ah ja, trotzdem komme ich nicht allzu weit. Gut. So, aber bei hier dem könnten wir es versuchen. Ah ja. Aber wir können es trotzdem versuchen. Oh oh. Der will es aber wissen hier. Naja, dann...
So, trink mal was. Wir gehen jetzt in den Wald, Leute. Wir gehen in den Wald. Wir gehen in den Wald. Wir gehen in den Wald. What the flip? What the flip? Ich würde dich erstmal gern erledigen. Super. Jeweils mit einem Schlag. So muss das sein. So muss das sein. So habe ich mir das vorgestellt. Zack, auch nur einen Schlag. Perfekt. So, ich glaube, hier können wir ein bisschen Gas geben. So, ich gehe jetzt mal hier. Geradeaus. Das war, glaube ich, aber eine Etage tiefer, nicht wahr? Leute, es tut mir so leid. Ich habe trotzdem jetzt noch ein schlechtes Gewissen, dass das in den Katakomben jetzt nicht geklappt hat. Ich wäre da jetzt echt gern nochmal hin, eigentlich. Aber das bringt nichts, wenn ich dann nur am Sterben bin und nur am Rumschreien bin und keine weitere Folge hochladen kann. Davon haben wir alle nichts. So, hier hinten hat doch ein Typ gesessen, ne? Zu dem gehen wir mal. Vielleicht verkauft er uns ja jetzt auch was. You never know. Ne? Hier mit seinem tollen Helm, den er hier anhat. Okay. Still closed. Still closed. Still closed. Still closed. Ja, das ist schlecht. Oder soll ich den bekämpfen? Möchte das Spiel mir sagen, du musst ihn bekämpfen, Nanaki? So, 5960 Seelen. Ich weiß nicht, ob das ausreicht für einen Stufenaufstieg, aber wir werden es gleich mal probieren. Denn dann würde ich diesen Punkt nämlich in meine Beschleunigung einsetzen. Aufsteigen? Nein, reicht nicht. Wir brauchen noch ein bisschen was. Aber vielleicht können wir beim Schmieden hier ja eine tolle Waffe kaufen, die halt richtig teuer ist und gut ist. Vielleicht ist das ja machbar. Hey! Ausrüstung umwandeln. Zum Umwandeln von Ausrüstung wird ein Spezialgut benötigt. Okay, gut. Gegenstände kaufen. Eine Scherbe kann ich mir kaufen. So, davon haben wir. Ein Breitschwert habe ich nicht. Wir haben kein Breitschwert. Okay. Das Bastardschwert haben wir auch nicht. Verkaufen kann ich hier aber nichts, ne? Oh, was ist das denn? Was ist das? Waffentyp Stulpen. Dieser Stulpen schützen bloßen Hände mit dickem und robustem Leder. Der Zestus hat nur eine kurze Reichweite, dafür eine kurze Abklingzeit. Die Schadensmenge ist abhängig von der Stärke des Anwenders. Na, super. So, Schild haben wir hier. Oh, wir haben ein Drachenschild. Okay, aber so, das war's dann auch eigentlich schon, ne? Gut, hier könnte ich das hier jetzt noch kaufen. Da habe ich aber noch zwei Stück kleine Scherben. Das Drachenschild macht mich irgendwie ein bisschen an. Das kaufe ich auch. Ich kaufe das Drachenschild. Okay, mittelgroßer Schild aus Metall, verziert mit einem Turm, dem Symbol des Schutzes. Okay, und was ist der Unterschied mit dem hier? Auch mittelgroß, gewöhnlicher, weiterverarbeiteter Schild. Okay, nee, lassen wir dann mal. So, Moment. Ich mache hier wieder komische Sachen. Mein Ritterschild hat 81. Mein Ritterschild ist immer noch das beste Schild. Okay, aber ich habe trotzdem mal die anderen gekauft. Naja, gut. Ab in den Wald. Ja, hier haben wir damals diesen Gegner, der sich in den Katakomben befindet, hier erledigt. Oh, warum habe ich hier die Axt ausgerüstet? Warum habe ich hier die Axt ausgerüstet? Ich wollte doch noch diese andere Waffe eventuell kaufen, ne? So, ich gehe dann jetzt... Ach, ich mag diese Gegner hier nicht. Die sehen aus wie Bäume und die erkenne ich dann immer relativ spät. So, ich drücke immer mal auf das Anvisieren. Da vorne ist einer. Den habe ich jetzt gesehen. Zack. Das ging ja schnell. Drei Schläge. So, ich muss aber immer mal wieder hier auf die Taste drücken, ne? Finsterwurzgarten. Finsterwurz. Ah, da kommt der nächste. Ja.
Erledigt. Plündern. Moosklumpen. Haben wir ja einen. Oh, ups. Aufpassen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. So, hier kommen auch bestimmt ein paar. Oh, nee, der springt. Wer war das? Aha. Die haben noch so richtige Peitschen. Ja, ihr seid ja mal richtig aggressiv hier. Okay. Können wir die Backstabben auch? Oder geht das bei denen nicht? Ich muss auf jeden Fall schon einen Flakon benutzen. Sonst gibt das hier nichts. Hier, dich klar nicht plündern. Ja, bleib mal stehen. Lila Moosklumpen mit Blume. Hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht. So, genau. Fall du mal hier runter. Was ist da unten los? Was bewegt sich denn da unten? Ist das so ein Boss oder was? Okay. Ich sollte hier auf jeden Fall nicht durch diese Tür gehen. Wo ich damals diesen Stein dafür eingesetzt habe. Das wäre nicht so gut. Da sollte ich nicht durchgehen. Keine Gegner mehr? Die Tür ist auf, aber da kommen jetzt keine Gegner raus, oder? Hm. Alles voller Blütenstaub hier. Ja, da gehe ich nicht rein. Auf keinen Fall. Was ist das denn da hinten? Wie komme ich da hin? Ich glaube, ich möchte da hin. Komme ich da irgendwie? Oh oh. Ich dachte schon, hier wäre jetzt was. Deswegen habe ich direkt schon nach meinem Schild gezuckt. Leuchtfeuer entzünden. Ja, das Leuchtfeuer wurde entzündet. Ja, das ist doch gut. Oder? Dann kann ich ja jetzt ruhig sterben. Nur die Frage ist, möchte ich das? Ich glaube, das hier ist nicht so eine gute Idee, dass ich hier reingehe. Ne, weil hier ist ja dieser Geist, von dem ich denke, dass das ein Geist ist. Hier vorne steht er, glaube ich. Ja, hier vorne. Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Komm mal mit raus. Komm mal mit raus, damit ich, wenn ich hier sterbe, dass ich meine Seele wenigstens mitnehmen kann. Ist ja so ein richtiger Ritter, ey. Oh, nee, doch. Ich kann dem Schaden zufügen. Nur sehr wenig. Oh, oh. Der geht aber auch richtig ran, du. Ja. Bin schon mal froh, dass er alleine ist. Oh mein Gott. Er hat dasselbe Schild wie ich, oder? Ich würde dich gern mal von hinten angreifen. Du musst mich allerdings nur lassen. Aber da hast du kein... Der hat mich getreten. Ungetötet. Mit einem Schlag? Alter, hast du ein tolles Schwert. Naja, ich bin immerhin vor dem Lagerfeuer gestorben, also. Alles gut. Alles gut. Ich kann euch nicht sagen, wie lange... diese Folge hier sein wird. Hey! Wieso bin ich denn hier? Ich war doch am Leuchtfeuer. Ich habe es aber nur entzündet und nicht gerastet. Vielleicht deswegen. Hallo, lieber guter Schmied. Ich komme eventuell später noch einmal. Rat suchen. Ich will das mal später mit der Heilung probieren. Und wenn ich mir das aufladen will, muss ich dann diesen Zauber jedes Mal kaufen? Müssen wir mal ausprobieren. So, würde ich auf jeden Fall erstmal sagen, wir gehen nochmal zurück. Und ich gehe aber nicht durch diese Tür, sondern wir haben ja noch diesen anderen Weg, ne? Da gehe ich... Oh ja. Ich habe dich nicht schnell genug gesehen. So. Hier habe ich mal den Rasen gemäht. Dieser Moosklumpen. Ich habe Angst aber, wenn ich jetzt da raste, dass ich dann nur 5 Estus-Flakon besitze. Ich habe mich, ich habe dich schon wieder nicht gesehen. Nochmal. Sehr schön. So, hier kommen jetzt gleich nochmal 2. So ist das doch gewesen. Müssen wir auch noch ein bisschen aufpassen, ne? Ich möchte nochmal da runter gucken. Hier, da unten bewegt sich jetzt nichts. Aber eben hat sich da was bewegt. Da sind meine Seelen. So, hier ist einer. Hinter mir, hinter mir, hinter mir ist einer.
Ja, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen. Du Lappen. Oh, der hat mich aber voll erwischt. Obwohl ich hinter ihm gestanden habe. Ah, das Gute ist, mit 3 Schlägen sind die platt. Das ist halt richtig toll. So, es kam hier keiner mehr, oder? Ich glaube, hier kam niemand mehr. Komme ich da irgendwie hoch? Kann ich hier hochklettern? Ah, ich kann hier später bestimmt runterspringen. Das werde ich wahrscheinlich später tun können. Ich würde gerne nochmal gegen diesen Geist kämpfen. Ich würde ihn einfach gerne nochmal hier runterschubsen. Da hinten los. Ich habe schon voll die Paranoia. Ich sehe schon wieder Sachen, die es gar nicht gibt. So, gut. Am Leuchtfeuer rasten. Nein, ich behalte meine 10. Immerhin. Immerhin behalte ich meine 10. So, ich konnte hier durch, ne? So, hier muss man jetzt nur aufpassen. Denn hier kamen 3 Stück auf einmal auf mich zu. Genau. Ja, komm du erstmal her. Ja, 3 Stück. Seht ihr, ich wusste das noch. Ich wusste noch, dass es 3 sind. Was macht der da? Ey, ich habe mein Schild eingesetzt. Lass mich mal in Ruhe. Hallo. Warum hört... Was war das denn für eine Scheiße hier? Ah, nein. Wie kann ich das denn machen? Wie komme ich denn hier weg? Lass mich gehen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ey, was ist das denn für ein Rotz? Oh nein, ich habe jetzt noch 9. Also, ich bekomme die dann nicht wieder erneut aufgeladen. Sehr schön. Stimmt, da ist auch eine weiße Tür gewesen. Eine Tür, wenn man das überhaupt so nennen kann. Eine weiße Tür. Genau, komm du mal raus. Ohne, dass die anderen jetzt mitkommen. So, oh, jetzt springt er nochmal zurück, ey. Lappen, du Lappen. Du elender Lappen. So, plündern, Moosklumpen. Kommen hier natürlich jetzt beide angerannt. Ganz toll. Hör auf. Hör auf zu treten. Ich hasse das, wenn der die immer treten muss. Kann man das nicht abstellen? Die treten braucht kein Mensch. Richtiger Dorftrottel. Nein, lass mich doch auch mal jetzt zuschlagen. Danke. Eine Fresse. So, was kann ich hier noch mitnehmen? Moosklumpen. 6000 Seelen. Okay. So, Schild. Wir wissen nicht, was hier drin ist. Eine Sackgasse. Bis hier. Hier bin ich ja damals gestorben, ne? Okay. So, und ich wette, wenn ich jetzt durch diese Tür hier laufe, habe ich ein kleines Problem. Ne? Nanaki, wollen wir Probleme oder nicht? Durch den Nebel schreiten. Oh Gott. Ich weiß nicht, wollen wir durch den Nebel schreiten? Heilung. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Axt. Moment, das möchte ich gern ablegen. Und da hätte ich dann lieber gerne einen Talisman. Damit ich mich versuchen kann zu heilen. Mal gespannt, ob ich das mit dem Zaubern überhaupt hinbekomme. Ich würde erstmal gerne lieber vorher eine Probe machen, aber... Naja, habe ich dann meinen Zauber unnötig ausgegeben. Jetzt habe ich den Kopf immer noch hier drin. Oh mein Gott, ich habe das Schild abgelegt, nicht wahr? So. Okay. Durch Nebel schreiten. Oh mein Gott, bin ich gespannt. Schild, Schild, direkt hoch, Schild, direkt hoch. Bevor wir überrascht werden. Okay. Wir werden nicht überrascht. Noch nicht zumindest. Was nicht ist, kann noch werden. Oh mein Gott. Ich traue dem Wasser hier nicht. Was ist das da? Ist das ein Troll? Hallo? Oh mein Gott. Oh, hell nah. Du bist kein Troll. Du bist, ein Riese. Also, what the flip?
Okay, aber das ist machbar. Du bist ziemlich langsam. Das gefällt mir. Ich hab's geschafft. 600 Seelen. Okay, das reicht ja fast schon für einen Stufenaufstieg. Ich bräuchte nur noch 300. Hier leuchtet mir alles zu viel. Guck mal, wie leicht er jetzt auf einmal ist, ne? Jetzt kann ich hier voll seine Leiche so bewegen und so. Ach du meine Güte, ich verlaufe mich hier komplett. Das weiß ich jetzt schon. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Über das Wasser hier, ne? Ah ja, da ist der Ausgang. Ach du meine Güte, das hier wird was. Das hier wird was. Ach du meine Scheiße. Wo, da hinten ist ein Weg. Ich den nur entlanglaufen möchte, weiß ich noch nicht. Oh mein Gott. Mir wurde gesagt, das hier soll so eine Art Sidequest sein, das Ganze hier. Ah, schaut mal, das ist noch ein großer. Ah, das sind sogar zwei große. Einer wird mir reichen eigentlich. What the flip? What the, hast du mich erschrocken? Oh, my genius. Oh. Oh, weißt du, und dann ist der noch so... Komm, du bist wenigstens schnell. Das ist gut. Der andere ist langsam. Ja, wo ist er denn? Oh, nee, jetzt kommt der noch. Oh, nee. Ich möchte nicht gegen so viel Moos auf einmal kämpfen. Der ist ja langsam. Das gefällt mir ja. Oh, das hier ist nicht so gut. Ich wollte jetzt nicht gegen zwei auf einmal kämpfen. Das ist das, was ich nicht wollte. So, ich komme hier ja nochmal zurück und raus und so. Sehr schön. Kommst du alleine? Wow. Ja, du kommst alleine. Oh ja, nee, er kommt doch nicht alleine. Jetzt muss ich hier aufpassen. Kommt er überhaupt hier durch? Er kommt alleine, das ist gut. Oh nein, der andere ist auch noch da. Aber der ist halt ein bisschen schneller. Ja, dann komm du mal mit. Springt er hier rum wie so ein Depp. Der andere ist, glaube ich, schon mal zurückgelaufen. Das ist gut. Mir ging es darum, dass ich den nicht... dass ich die nicht zusammen bekämpfen muss. Bin ich dann immer ein bisschen überfordert. So, du bist ja aber nicht allzu schnell weggelaufen, ne? Das hier ist jetzt nur ein bisschen blöd, dass wir jetzt hier so eng aneinander sind. Ne, das ist natürlich dumm. Oh, oh, was macht der da? Der hat mich verlangsamt, oder was? Alles klar, das ist nicht gut. Hat der mich echt verlangsamt? Aber jetzt komme ich hier an dem nicht vorbei. So, schnell. Nochmal zurück. Der kommt uns dann gleich nach. Super. Hier bekämpfe ich dich gerne. Hier können wir gerne gegeneinander kämpfen, mein Lieber. Hier haben wir Platz. Alles schön gut. Alles schön und gut. Ne? Komm her. So, und diesen Zauber darfst du mir dann gerne beibringen. Ne? Da habe ich ja auch nichts dagegen. Oh, sein Schild hat er benutzt. Ja. Aufpassen. Oh mein Gott. Wow. Ja. Oh, jetzt springt er noch. Super. Sonst bist du nicht so langsam, aber wenn es ums Springen geht, bist du auf einmal schnell. Das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, was ich da gerade von mir gegeben habe, nicht? Sonst bist du nicht so langsam. Und dann, wenn du springst, bist du schnell. Was für ein Deutsch war das? So. Jawohl. Okay, und nochmal 600 Seelen. Hier ist doch noch einer gewesen. Moment, ich... Ah ja, da hinten liegt er. Weiß halt nicht, wer dann noch kommt, ne? Das ist die Frage hier. Leiche plündern. Oh, Elitehelm, Elite-Ritterrüstung. Oh, wir haben neue Sachen, wir haben neue Sachen. What the flip? Boah, hat er mich erschrocken, ey. Boah, dann kommen die aus dem Boden hochgeschossen wie Pilze, diese Idioten. Meine Fresse. Wo ist er denn? Komm her. Komm schnell. Oh, die sind schon wieder zu zweit. Nein, da könnte ich doch was an mich kriegen. Warum müssen die denn zu zweit sein? Insgesamt zu dritt, wie soll ich das denn hinbekommen? Oh, Mann, 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 Mann. Ja, komm nur. Du darfst kommen. Er kommt aber nicht, ne? Er geht trotzdem zurück. Warum gehst du zurück?
Ja, super, super. Der andere ist auch noch hinten dran. Gehen beide zurück. Darf nicht wahr sein. Ich möchte euch beide bekämpfen. Alle beide. Okay, der ist raus. Okay, du bist noch da. Wolltest du mich essen? Tut mir leid, das muss ich dir leider vermiesen. So. Wo ist denn der gute Ritter? Ah, da hinten. Ich bin hier. Ich bin hier, mein Freund. Du darfst mich gerne angreifen, wenn du möchtest. Oh, anvisieren wäre nicht schlecht. So. Lass mich doch mal hier um dich rum. Oh, nein, 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 nein. Oh, shit. Ja, ich musste so handeln. Sonst wäre ich gestorben. Aber so richtig komplett gestorben. 8260 Seelen. Ich werde jetzt kommt wieder der Zeitpunkt, wo ich nervös bin. Neues Gebiet. Stopp, zurück, 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 zurück. Ich wollte doch hier mal meine neuen Sachen ausrüsten, die ich doch hier eben aufgesammelt habe. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ausrüsten. So, der Gargoyle-Helm. Aber der ist ja noch... Oh, der hier ist ja richtig gut, ne? 26, aber... 15, 7. Nein, da ist der Gargoyle-Helm noch am besten. 23, 26, 39. Ich muss nur auf mein Gewicht achten, ne? 39, okay, die Handschuhe. 18, auch 3,7. Oh, nicht, dass ich jetzt richtig langsam werde, ne? Das wäre nicht so gut. Oh, schaut euch... Ey, bin ich gut oder was? Schaut mal, wie ich aussehe. Aber ich glaube, ich bin langsam. Wo sehe ich das denn nochmal? Statuswerte anzeigen? Wo sehe ich das nochmal? Anzeige umschalten? Ja. Nochmal umschalten. Nee, ich sehe das hier nicht. Irgendwo konnte ich das sehen, aber ich weiß nicht mehr wo. Wo sehe ich das denn? Ah ja, hier. Belastung. 41,6. 53 ist das Maximum. Okay. Aber ich bin schon langsamer. Also ich merke das schon. So, hier kommen bestimmt gleich wieder irgendwelche aus dem Boden rausgesprungen. Und dann stehen sie auf einmal hinter mir. Ja, die kommen ja dann auf aus dem Nichts kommen die hoch. Nee. Hier ist jetzt niemand mehr gewesen. Ich bin ja rechts entlang gelaufen. Dann laufe ich doch jetzt mal links entlang. So, mal sehen, was wir hier haben. Da muss man echt aufpassen. Die kommen aus dem Boden hochgeschossen. Und dann sind die noch leise dazu. Also ich höre das dann nicht, wenn die rauskommen. Die sind dann auf einmal da. Ich habe irgendwas gehört. Ich habe irgendwas gehört. Ah ja, okay, alles klar. Du bist's nur. Aber ich habe was gehört. Und dann gerate ich direkt in Panik, weil ich dann nur was höre und nichts sehe und Angst bekomme, dass ich dann auf einmal sterbe und ich möchte nicht sterben. Ich bin schon in der Folge so oft gestorben. Ich möchte jetzt mal ein bisschen überleben. Können wir das bitte hinbekommen? Möchtest du? Ich bin hier. Guck mal, ich habe dich noch nicht mal irgendwo rumliegen sehen, ja? Du bist auf einmal da gewesen. Ah, kommst du nicht raus? Genau. Mach, guck mal, hier kommst du gut entlang. Ja. Bin ja richtig mutig hier, ne? Direkt ihm hier so mein Kreuz. Nein, das kann ich leider nicht dulden. Das kann ich leider nicht dulden. Hör auf mit deinem Zauber. Oh mein Gott, Schild. Oh mein Gott, ich sterbe gleich. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich wäre fast gestorben. Aber nur fast. Okay. Ich bekomme hier irgendwann noch einen Herzinfarkt in diesem Spiel. Oh Gott. So, ich muss aber hier nochmal entlang laufen. Hier in der Mitte bin ich noch nicht gewesen. Ich glaube, ich habe hier irgendwas... Irgendwas hat hier, glaube ich, vibriert. Die Kamera hat sich so komisch bewegt.
Da ist bestimmt auch wieder was passiert und ich habe nicht mitbekommen, was es ist. Durch dieses Spiel bekomme ich so Paranoia. Glaubt mir einfach kein Mensch. Okay. Ich bin jetzt mal hier. Ist das gut? Eine Kirche. Okay, da liegt jemand. Hier ist noch eine weitere Kirche. Hier muss ich bestimmt diese andere Glocke läuten, oder? Ich muss erstmal hier hin. Haben wir hier irgendwas Besonderes? Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Nee, ne? Warum sollte ich dann auch was mitnehmen dürfen? Sind da Schlangen? Warum sind hier Schlangen? Ist das ein Gegner? Ey, ich denke bestimmt, ich hab sie. Das sind Schlangen. Ich bleib da weg von diesem Baum. Schlangen. Gott, Leute. What the flip? Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Kann ich mit dem Baum reden? Nee, ich kann... Ach Gott, kann ich mit dem Baum reden? Jetzt fange ich aber komplett an zu spinnen. Aber seht ihr, die Schlangen bewegen sich jetzt auf einmal. Hallo? Ich kann aber nicht mit denen reden. Oh, shit. Ja, okay, keine Freunde, keine... Nein, alles klar. Ich hätte es mir denken können. Ich hätte es mir denken können. Gut, alles klar, in Ordnung. Ja, du bist erwacht. Freut mich für dich. Dann komm mal mit. Ach nee, setz das doch nicht ein. Aber ich bin nicht nah genug an ihm ran gewesen, um das abbekommen zu können. Aber jetzt. Jetzt bin ich so richtig langsam. Oh, wie lange geht das denn? Oh, bitte lass mich in Ruhe. Ah, okay. Ich kann mich wieder normal bewegen. Okay. Und ich kann mich immer noch normal bewegen. Das ist so toll, dass ich das kann. Okay. 9460 Seelen. Ich bin ziemlich mutig, dass ich hier weitergehe, ne? Ich weiß, ich sollte vielleicht wieder zum Lagerfeuer zurück. Leute, ich glaube, das tue ich auch. Da muss ich jetzt bei alles nochmal neu machen, aber das ist egal. Das mache ich dann in der nächsten Folge. Genau. Ich glaube, das tue ich tatsächlich. Ich laufe mit euch jetzt zurück zum Lagerfeuer. Super. Ich habe mich schon verlaufen. Hier ist der... Hier ist diese Pfütze. Diese riesengroße Pfütze. Sehr schön. Ich habe einen Stufenaufstieg, Leute. Ich wollte meine... Ah ja, die lebenden Leichen hier. Naja, sie leben ja nicht mehr. Ja, ich glaube, ich werde hier... am Leuchtfeuer rasten. Waffe verstärken. Mein Drachenschild. Eine kleine Scherbe. Nochmal. Auf 70. Auf 70. Mein Ritterschild ist auf 8. Okay. So, nee, ich wollte aufsteigen. Die Beweglichkeit würde ich gerne erhöhen. Ja. Beweglichkeit. Wir erhöhen. Wir steigern die Beweglichkeit. So, dann bin ich dann vielleicht auch ein bisschen... Alles klar. Nee, ein bisschen schneller bin ich nicht. Alles klar. Gut, ich würde dann noch die restlichen Sachen gern benutzen. Noch die restlichen Seelen, die ich hier habe. Rüstung verstärken. Nee, Waffeverstärkung. Ach, meine Rüstung könnte ich jetzt auch verstärken können. Klar, habe ich auch schon mal gemacht. Oh, Zauberei einstimmen, das bleibt so. Die bodenlose Kiste. Ich wollte aber eigentlich meine Ausrüstung reparieren. Das wollte ich benutzen. So. Dann haben wir das auch geschafft. Dann ist das auch erledigt. Okay, hier habe ich aber in diesem Gebiet nur 5 Flakon. Okay.
Gut, Leute. Das soll es dann für heute gewesen sein. Wir werden in der nächsten Folge im Wald weitermachen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.